Herzlich willkommen und moin moin zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Ja, eigentlich wollte ich es euch noch gar nicht zeigen, aber wir müssen hier jetzt langsam mal runter. Ne? Ich habe hier hinten ein bisschen gebuddelt. Ich wollte mal eine kleine Unterwasserfestung bauen. Ne? Hier ist ein bisschen Glas, kommt man also nicht gegen. Hier habe ich erstmal das Wasser abgeschöpft gehabt, was ganz schön eine Scheißidee war. Denn ich krieg's da jetzt nicht wieder vernünftig hin. Da muss ich wirklich nochmal gucken, wie die Mechanik richtig funktioniert. Dadurch sieht es ein bisschen komisch aus, aber hat ja auch was. Ne? Und wir hatten ja vor, uns diese Tore zu bauen. Da müssten wir erstmal gucken, was wir dafür brauchen. Und wo wir die finden. Ich weiß nicht mal, ob die hier sind tatsächlich. Tresorklappe. Zementmischer, die machen wir tatsächlich auch noch. Tischsäge, auch sehr geil. Können wir noch eine schöne Werkstatt hier unten einrichten, das wird echt klasse. Aber irgendwie ist das nicht das, was ich mir hier vorgestellt habe. Motorcycles. Wo haben wir die denn? Also die müssen doch hier irgendwo sein. Ja nicht, ein Tresor wäre da noch bei. Das fällt das unter Science? Wohl eher nicht, oder? Na. Und der Deko? Ja, ich habe mir hier so ein Kamerakit runtergeladen. Werde ich hier unten auch so einen Kameraraum irgendwann einbauen. Fernseher, Taschenlampen. Was brauche ich denn dafür? Relativ viel. Jetzt keinen Bock drauf. Spotlight. Kann ich auch tatsächlich noch nicht. So, wo haben wir dieses Pissding? Das nervt mich jetzt. Ich weiß, dass es die gibt, denn ich habe die schon mehrfach gebaut. Die Frage ist, gibt es die hier? Und offensichtlich ist dem nicht so. Falltür. Nope. Metallisches Garagentor finde ich auch gut. Da ist die Werkbank, Zementmischer. Wo ist denn das Scheißteil? Gibt's aber gar nicht. Oder muss ich das so bauen? Kann ich mir nicht vorstellen, ohne Werkbank. Oder in der Schmiede? Gucken wir mal. Finden wir es hier, finden wir es hier, finden wir es hier. Ich glaube es tatsächlich nicht. Hätte mich auch gewundert. Ich weiß auch gar nicht, ob ihr wisst, was ich meine. Kettenspitze. Nein. Was soll denn das? Wo ist das Scheißding hin? Wo hatte ich das beim letzten Mal her? Spinde brauche ich auch nicht. Alteisenklappe. Wahrscheinlich bin ich schon 5000 Mal dran vorbei und ihr lacht mich hart aus. Waffenschrank, Wandtresor. Das ist alles nicht das, was ich will. Ich will diese Hängebrücke. Was? Gyrokopter? Geil. Oh, Fliegen klingt richtig gut. Und der Munition wird es wohl auch nicht sein. Werkzeuge und Fallen. Na, vielleicht ist es hierbei. Ja, diese Looseboards-Teile bringen mir gar nichts. Stahlspitzhacke werde ich mir irgendwann nochmal bauen. Das können wir eigentlich relativ bald mal in Angriff nehmen. Ich muss hier nach unten, also hier unten auf jeden Fall noch richtig viel hacken. So. Ah, wo ist das Pistol jetzt? Kann ich angehen. Ja, das ist alles Blödsinn. Wissenschaft. Was ist hier? Generator. Yeah. Minen. Druckplattenmine finde ich auch gut. Motion Sensor, auch geil. Das sind Klamotten. Ach, guck mal hier, das ist ein Bergbauhelm. Ich brauche mal einen Footballhelm. Und dann hätte ich auf jeden Fall immer Licht auf dem Kopf. Finden wir allerdings schöner. So, aber ich finde es tatsächlich nicht. Ich will gerade ein bisschen Malle. Gucken wir mal hier. Verstärkte Zugbrücke, naja, bitte. 100 Schmiedeeisen, 1000 Holz,
20 Schraubenfedern und 30 Mechanical Parts. Okay. Dann müssen wir doch gleich mal gucken, was wir noch haben. Wir haben hier gar keine Zugfedern. 30 Mechanical Parts, also wir haben genug für zwei davon. Dann Schraubfedern müssen wir oben mal gucken. Und 2000 Holz brauchen wir und 200 Schmiedeeisen. Die geben wir gleich mal in Auftrag. Dass die so schnell wie möglich fertig werden. 120 können wir uns nur leisten. Das ist schlecht. Was machen wir die? Aus Eisen und Clay. Clay haben wir auch relativ viel. Bringen wir aber noch ein bisschen was rein. Eisen kommt gerade dazu. Dann mehr davon. Hilft ja nichts. So, die produzieren. Wir gucken nach den Schraubenfedern. Dafür müssen wir hier hinten einmal hoch. Tippel, 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 tippel. Dann sind wir wieder hier. Schicki, schick. 18 haben wir nur. Okay. Können wir die craften? Ja, können wir. Aus geschmiedetem Stahl und Kohlebrocken. Aber ist die Frage, wie viel Kohle haben wir, ne? Bisschen Stahl haben wir auf jeden Fall. Das kommt hier eigentlich noch mit runter. Das Nitrat kann noch mit runter. Das Glas kann noch mit runter. Ich muss hier langsam echt mal ein bisschen aufräumen. Das kann auch mit runter. Unten wird eh die Werkstatt. Den kann der ganze Scheiß auch da unten rumgammeln. Das machen wir hier zu unseren Waffen. Messing mit, Eisen mit. Gut. Gehen wir erstmal wieder downstairs. Ne, wie gesagt, wir müssen jetzt wirklich gucken, dass wir hier vorbereitet sind für die nächste Blutnacht. Was ist denn jetzt dein Problem? Lass aber bleiben hier. Ja, den Gang werde ich bei Zeit mal nochmal ein bisschen breiter machen. Das ist ja kein Zustand so. So, Stahl behalten wir hier. Jetzt erstmal alles hier rein. So haben wir das nicht gedacht. Messing, Eisen. Ja. Das kommt ja aber schön wieder rein. Zack. Das gehört eigentlich nach oben. So. Geschmiedete Stahl- und Kohlebrocken. Haben wir Kohle hier? Ja. Und dann brauchen wir noch 22. So, das reicht für die Brücken. Ach ne, reicht's nicht. 100%, ja. So, aber hier kommt ja langsam alles nach. Dann geschmiedeter Stahl. Wie viel brauchen wir denn jetzt für die Stahl? 20 pro Stück, also 22 brauchen wir. 22 mal 4 sind 88. Donnerlittchen. Wir haben 10, also 78. Können wir sogar. Machen wir dann auch gleich fertig. Das brechen wir einmal ab, weil das so lange dauert. Und dann können wir hier nämlich. Und davon können wir von mir aus nochmal 200 nachbauen. Da brauchen wir eh Unmengen von. So, dann haben wir den Scheiß nämlich zusammen. Ja, das kann so lange hier drin rumpimmeln von mir aus. Dann können wir die Schraubenfeder machen. Wie lange braucht das jetzt? Eine ganze Weile wahrscheinlich, ne? Ja. Dann machen wir schon mal die Schraubenfedern fertig auf jeden Fall. So viel wir können. Sind nur zwei, aber immerhin. Ach, müssen wir auch eine Werkbank für, ja? Na gut. Dann Schraubenfeder. Zack. Mach fertig. So, das kommt von mir aus jetzt mal hier rein. Das eigentlich auch. Das brennt auch nicht mehr so lange. Zack. 89 Minuten, das reicht. Und dann gehen wir jetzt Zugbrücke bauen.
tippel, tippel, tippel. Es ist echt ficketief. Da den richtigen Punkt zu treffen, war gar nicht mal so leicht. So. Was essen müssen wir gerade nicht. Was trinken könnten wir gerade einmal. Dann kann das Fell noch weg. Die Schmerzmittel können noch weg. Und wir können noch... Oh, uns geht langsam tatsächlich das Fleisch aus. Damit habe ich auch... So, 22. Gut, oder auch nicht. Aber wir müssten mal wieder was zubereiten. Ja, die können jetzt einmal mit. Das auch. Molotow kommt zu den Waffen. Zack. Die Knarre. Ja, legen wir erstmal hier mit rein. Die werden wir jetzt wohl nicht brauchen. Blöcke haben wir. Bogen nehmen wir mit. Nur für den Fall der Fälle. Bier nochmal hier rein. Blaubeerensamen hier hin. Reflexvisier werde ich so bald wie möglich irgendwo hinsetzen. Und dann bauen wir jetzt erstmal Türme. Tipp. Auf dem dritten hatten wir gesagt, ne? Das heißt, wir müssen auch wieder ein bisschen was wegreißen. So, 1, 2, 3. Dann nehmen wir nämlich den mittelsten Block hier weg. So. Dann klatschen wir hier mal ein Fundament ran. Hoffentlich. Ich sehe mich schon wieder fallen. Na komm. Zack. Ja, komm. Sehr gut. So. So. Hier kommt nachher das Tor gegen. Ein bisschen breiter müssen wir das Ganze schon machen, ne? Aber wir machen hier erstmal so einen Gang ran. So. Und dann kommt der so ein bisschen abseits hier. Und wird auch breiter. Können wir auch seitlich runterballern. Das wird vielleicht ganz angenehm. Und so extrem hoch muss der ja auch nicht sein. Jetzt können wir eigentlich nach hier gehen. Den dagegen setzen. So. Und das gleiche hier nochmal. So, jetzt haben wir da zwei lang. Da auch zwei lang. Ist das groß genug? Ich denke schon, oder? Man muss ja nicht immer höher treiben. Oh, das war knapp. Kein Bock hier abzustürzen. Man braucht so lange zurück nach Hause. Boah, ich könnte hier mal eine Treppe gegenbauen. Das wäre vielleicht ganz klug. Ich weiß nämlich auch gar nicht, ob Zombies Treppen steigen. Wäre auch mal interessant zu wissen. Oh, das war knapp. Ich fall noch, ich sag's euch. Das wird passieren. Definitiv. So, und zu weit drüber können wir ja auch gar nicht. Sonst schmiert uns der Scheiß wieder ab. So, 3, 5 hätte ich aber gerne. 5 sollten es schon sein. Dann haben wir... Ja, 5 kriegen wir auch hin, glaube ich. Oh, das war interessant. So. Dann haben wir hier drin aber auch nur 3 breit. Das ist recht wenig. Na komm, versuchen wir 6. Scheint auch noch zu halten. Und dann gucken wir mal, wie es wirkt. Zack, zack, zack. Ja, da wurde es zu schwer. Okay. Das war einmal Tinnef. Von hier unten geht das aber viel einfacher, würde ich sagen. So, das heißt, da müssen wir das Ständerwerk drunter bauen. Aber es ist ja erstmal schon mal gut zu wissen. So, da 2. Und dann bauen wir das hier fleißig ran. Ja, ich kann nicht atmen. Du bleib mal locker, Junge. Du kriegst doch immer mal wieder Luft. So. Hatten wir jetzt 5 oder 6? Ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Das sind jetzt 4. Doch. Bitte. Okay. Also 6 wird schwierig. Da müssen wir dann erst nochmal
einen Ständer hochziehen. Aber das kriegen wir hin. Daran soll es am Ende nicht scheitern. Gibt es eigentlich so eine umgekehrten Steindinger? Also die hier quasi auf dem Kopf wäre cool. Würde ich dann nämlich nochmal so gegensetzen. Davon ist mal 3. Nee. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7. So, jetzt haben wir 1, 2, 3, 4. Hier wäre dann 5. Und wäre hier 6. Also hier senkt man sich runter. Erstmal auch nur einen. Das reicht uns. Ne, also ich meine, das war eher da. Ich meine, selbst wenn nicht, ist das auch nicht weiter wild. Ne? Denn das wird eh noch weiter ausgebaut. Es geht mir erstmal darum, dass der ganze Scheiß hier hält. Schwimmen ist echt so eine Sache. So, muss hier Wasserkante. Da. Also da ist man noch einen hin. So. Wäre das so? Ja, das passt doch genau. Jetzt müssen wir trotzdem erstmal wieder hoch. Und dann kriegen wir mal. Also ihr seht, das Ständerweg hier unten ist echt ziemlich dick. Ne? So leicht kriegen sie das Ding auf jeden Fall jetzt erstmal nicht mehr platt. Sie werden es immer noch schaffen. Das steht, glaube ich, gar nicht zur Diskussion. Aber sie werden größere Probleme haben. So, jetzt haben wir da den Turm. Jetzt können wir das auch machen. So, jetzt müssen wir das gleiche nochmal da drüben machen. So, da wäre einer, da wäre der nächste und dann können wir hier glatt runter. Hoffen wir mal, es ist der richtige. Kommt das hin? Ja, das könnte hinkommen. Zack, zack, zack. Nochmal einen drauf. Hier einen an der Wasseroberfläche. Draufstellen können. Na komm. Ist der echt zu hoch? Na komm. Es ist wirklich seltsam, mein Mann. Na, passt das wieder so sauber? Sehr schön. Damit das nicht wieder einstürzt, gehen wir gleich nach oben. Ich habe keinen Bock, das alles nochmal zu machen. Es ist manchmal echt ein bisschen gefrickelt und es ist so Trial and Error, das ist manchmal echt scheiße. So, da, da, dann hält das doch. Hält das auch? Jo, sehr schön. Dann haben wir das zumindest erstmal. So, hier will ich dann seitlich, einfach nur der Optik halber, verstärkte Zinnen hochziehen. Ja, du kommst da ruhig hin. Oder mache ich die aus Holz? Holz wird auch cool aussehen. Bringt ein bisschen Abwechslung rein. Ja, ich gehe mal fix Holz schlagen. Und es spart vor allem Steine. Davon brauchen wir noch eine ganze Menge. Ich weiß noch nicht, ob wir da eine Treppe hochbauen oder der richtige. Oder eine Leiter. Da brauchen wir wieder eine ganze Menge von. Na komm. Eins. Können wir die Scheißdinger schon mal anfangen. 55 ist ein Anfang. Dann brauchen wir noch Holz zum Verbessern. Und noch ein paar mehr. Kisten. Bei 155 sind erfahrungsgemäß ratzfatz weg, ey.
bei der Brücke war das ja gar nichts, als ich sie gebaut habe. So, nochmal hinterher und jetzt nochmal einen Haufen Holz zum Upgraden. 143 ist jetzt nicht unbedingt das, was ich als einen Haufen bezeichnen würde, also mehr. So, und das gleiche Türmchen werde ich, glaube ich, auf der anderen Seite dann nochmal bauen und dann ziehen wir da so eine kleine Brücke drüber. Quasi eine Brücke über der Brücke. Dann haben wir da einen schönen begehbaren Steg. Na, das ist doch auch schon ganz cool gestaltet an da hinten. Wenn man so drauf guckt, sieht es doch ganz cool aus. Ich hoffe nur, dass ich mit der Breite von der Zugbrücke noch richtig liege. Dass das Ding auch wirklich 5 breit ist und nicht 4. Das wäre sonst echt scheiße. Das wäre richtig ätzend. So, das Ding weg. Das ist eh nur Optik. Und dann kommt die hier hin. Na komm. Nummer 1. Zack. Nummer 2. Ich habe natürlich meinen Zimmermannshammer wieder nicht mit. Clownhammer heißt er. Das dauert 42 Sekunden. Wir bauen in der Zeit Wände. Zack, 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 zack. So, das gleiche hier. Puh, hier könnten wir so eine Schießscharte lassen. Um auf die Scheißviecher ein bisschen ballern zu können. Ja, das machen wir. Lassen wir nämlich so frei. Und dann können wir da mal schön Platz zum Ballern. Das finde ich gut. Wo bist du? Sehr schön. Oh, Level 6 tatsächlich schon. Die haben wir auch einen Schicker. Vielleicht machen wir die sogar irgendwann zum Metall. So. Können wir da nochmal einen draufsetzen. Eigentlich können wir gleich so hoch bauen, wie es nötig ist. Soweit wir kommen. So. Ja, ist ja schon mal das erste Mal nicht ran. So, das gleiche hier hinten. 1, 2, 3. So. Ne, der No-Budget-Nerd wird mich wieder auslachen. Die Brücke stürzt eh ein. Aber I don't care. Das ist tatsächlich so eine Fun-Nummer. Das wird einfach nur witzig, hier nachher kämpfen zu können. Und es hat beim letzten Mal was auf der Brücke einfach am geilsten. Ne, es hat auch so echt Spaß gemacht, aber hier hinten war denn doch die geilste Nummer. Da flogen die Tode nur so. Was ähnliches werden wir auf der Seite vielleicht auch nochmal machen. Da bin ich jetzt. So, dann können wir hier erstmal weiter. Ein hoch. So, rüber können wir wohl auch, ja. Machen wir hier eine Leiter rein, damit wir ins Wasser kommen? Ja, machen wir. Holzleiter. Die machen wir eh nicht bis zum Grund. Und dann hat das den Vorteil, Zombies da auch nicht hochkommen. Ach, ehrlich. Das ist doch nicht wahr. Ich wieder aufheben? Wahrscheinlich nicht. Ach, das ist doch lästig, ey. Dann machen wir hier so ein Holzgestell drüber. Wo die dann hoffentlich dran hält.
Holzleiter. Ne, so viel brauche ich nicht. 10 reichen. Und nochmal. So, hält das jetzt? Sehr schön. Komme ich hier hoch? Ja. Sehr geil. So gefällt mir das. So. Eigentlich brauchen wir hier auch mehr Fenster. Ich hab's gern hell. Die Frage ist, wie viele Fenster sind genug? Wo ist ich denn da jetzt gegen gejumpt? So, da geht's weiter. Tü-tü-tü. Ebenso wie hier. Schon so hoch. Ne, da lasse ich ein Fenster. Fuck. Ja, das mit dem Hochbauen, das muss ich tatsächlich nochmal ein bisschen üben. So, aber auch wenn ich da ein Fenster lasse, muss da ja auch, muss da eine Tür hin? Nö, eigentlich nicht. Nö. Dann mache ich nur zwei Teile hoch und dann passt das. Jetzt komme ich hier natürlich schon nicht mehr rauf. Gut, dass ich da ein Fenster lasse. So, wie viel sind wir in 26 Minuten? Ja, ein bisschen müssen wir noch. Hilft nichts. Außerdem wollen wir ja noch hoch hinaus. So. Aber so ein großes Fenster lasse ich da nicht auch noch. Obwohl, zum Schießen wäre es wahrscheinlich optimal. Ich auf eine, obwohl ich schieße nachher eh von oben. Da ist es weitestgehend Lachs. Ja, und hier ist mir so eine Ausblicksgeschichte. Und Licht. So, probieren wir mal. Ja, wir kommen sogar rüber. Sehr schön. So, hier Holz hin. Und verbessern. Mehr Holz und verbessern. Das Holz könnte ruhig ein bisschen dunkler sein, finde ich. Ne, dieses Eiche rustikal, naja, gut. Kann man mögen, muss man nicht. So. Dann geht's hier weiter. Warum habe ich da jetzt eigentlich ein Loch gelassen? So, ich komme jetzt auch nicht mehr hoch. Das heißt, wir bauen weiter. Zumindest. Wir bauen erstmal Leiter. Obwohl, die können wir nachher eigentlich auch lassen. So, und dann kommen wir auch hoch. So, immer zwei hoch. Scheiße aussieht. Zack, zack. Und da. Eins, zwei. So. Hier soll ja eigentlich auch schon keiner mehr hinkommen. Ne, von daher ist es relativ wurscht. Ja, irgendwie kriegen wir da noch Licht hin. Hoffe ich. So, dann sind wir doch schon mal ein bisschen über den Wolken. Dann kann es weitergehen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Verbessern. So, und wieder Steine. Ich meine, damit es cool aussieht am Ende, werde ich wahrscheinlich noch ein ganzes Stückchen höher bauen müssen. Weil ansonsten wirkt der, glaube ich, am Ende nicht.
hier Zwischenetage reinziehen. Da bleibt aber die Frage, bauen wir noch eine Treppe hoch? Weil am Ende nutzt man, glaube ich, eh nur die Leiter. Ja, wir scheißen auf Treppe, oder? Ja. Ne, das Ding soll vor allem funktionieren. Und eine Treppe braucht man halt relativ lange, um da hochzukommen. Wobei es zum Verteidigen wahrscheinlich ganz cool wäre. Was haben wir denn hier noch für schöne Steinteile? Irgendwas, was ich da jetzt schön machen würde? Nö, nicht wirklich. Also was hier als Blödsinn. Nö, nicht wirklich. Können wir auch so ein normales Steinding hinsetzen. Mal gucken, dass wir die Treppe nicht dicht machen. So, dann kommt man hier drauf zu. Was ja irgendwie auch nicht so ganz optimal ist. Denn da ist ja am Ende eine Wand. Und mal gucken, ob das funktioniert und dann überhaupt wegkommt. Zack, zack, zack. Hätte man hier nochmal so eine Verteidigungslinie, dass man hier runterballern kann. Ich glaube, hier machen wir dann auch den Weg auf die andere Seite rüber. Ne, wobei ich, glaube ich, nur eine Tür machen werde. Oder mache ich zwei? Ja, kann der Nerd auf die eine Seite gehen und ich auf die andere. Das wird doch super. Dann können wir da runterballern. So, jetzt 12 und noch was. Das ist alles noch im Rahmen. So, das heißt, hier brauchen wir dann wieder eine Tür. So, Mokwedis. Hier hinten können wir dann nämlich dicht machen. Da hauen wir nur ein Fenster rein. Wie groß ist die Frage? Was ist hier Mitte? Ja, zwei Stück breit würde ich sagen. Ne, zwei, drei wären es. Machen wir drei. So. Besser. Hier nochmal. Und dann ziehen wir nachher wieder los und holen mehr Mumpeln. So, 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 so. Ein Fenster hinten reicht, obwohl. Ne, hier kann man ja rausgehen. Na doch, ein Klotz lassen wir frei. Zumindest halbwegs sehen kann, was da draußen abgeht. Und damit ich hier noch hochklären kann. Uah. So, den dahin. 1, 2, 3. Dann nachher noch das Ständerwerk ein bisschen verbessern. Das ist tatsächlich mit das Wichtigste. Weil wenn da jetzt ein Zombie kommt und mir den Einständer, der da ist, kaputt kloppt, dann ist hier Schicht im Schacht tatsächlich. Fällt das ganze Scheiß wieder in sich zusammen. So. Das wollen wir ja nicht. Machen wir zwei hoch? Ja, machen wir auch zwei hoch. So. Jetzt habe ich es einen hoch gemacht. Na egal. Machen wir dann Glas rein. Zack. Jetzt geht das hier mit meiner Treppe aber nicht weiter. Muss ich eine neue anbringen. Naja, das ist dann so. Zack, zack, da haben wir nur einen. Gut, kommt hier auch noch einer. Und dann geht es weiter. Jetzt sind wir 34 Minuten. Ja, ich glaube, wir stoppen das hier gleich mal. So, auf die andere Seite. Sind auch schon fast 500 Steine jetzt weg. Ey, meine Fresse. Es geht so ratzfatz.
Unglaublich. So. Dann kommt hier jetzt rüber. Ach, verdammt, ey. Glaube ich gleich oder nachher wieder weg. Ziehe ich da jetzt schon die Decke rein? Oder machen wir noch einen höher? Ich glaube, ein höher geht noch, oder? Wohl. Wie ist denn bei am anderen? Ja, jetzt wird es auch schon interessant mit dem Runterkommen. Ups. So, jetzt mal gucken, ob das hier funktioniert. Zack. Ja, das geht. Das ist schwieriger. So, hier sind wir 1, 2, 3, 4 Stück hoch. Hier sind wir jetzt 1, 2, 3, 4. Ja, als nächstes kommt das Dach, würde ich sagen. Aber erstmal wieder Leiter. Diesmal an einer Ecke. 10. Da geht mir auch schon das Holz aus. Das ist suboptimal. So. Ich muss eh gleich wieder runter, fällt mir ein. Weil ich nicht höher bauen kann. So. Zack, zack, zack. So. Dann müssen wir nochmal ein paar Fackeln herstellen, die wir hier reinhängen können. Und dann wird das schon. Na nö. So soll's. So, so, so. So. Haben wir hier auch wieder eine Decke drin. Können wir das hier noch wegkloppen. Ja, und dann müssen wir jetzt mal ganz runter. Oh, da wollen wir nicht hin. Hier wollen wir hin. Gucken wir uns das Ganze mal von draußen aus und beenden dann erstmal die Folge. Von draußen an, nicht aus. Ja, vielleicht den Vorbau noch mal ein bisschen verändern. Da vielleicht noch ein bisschen Holz reinbringen. Damit wir ein bisschen was anderes haben. Ja, kommt da ja noch die Brücke rüber, das wird doch ganz cool. Ja, da kann man sich doch super drin verschanzen. Ein Stockwerk setze ich auch noch drauf, aus Prinzip. Dann ist das doch ein ganz cooles Bollwerk, vor allem wenn hier dann die Zugbrücke ist. Ja, so, wir beenden an der Stelle erstmal das Video. Ich werde nachher noch ein bisschen Holz farmen. Und schon mal die Zugbrücken eventuell in Auftrag geben. Und beim nächsten Mal treffen wir uns wieder und ja, ziehen das Ding hier weiter zusammen hoch. Ja, bis dahin, vielen Dank fürs Zugucken. Euer Ragnar Bertholdsson.